Sagen Sie auch noch, hat er es gesehen? Psst.
Der Doktor studiert. Ich bin schrecklich aufgeregt. Der Anlass ist auch danach. Könnte ich nicht auch einmal rasch einen Blick in die Mondwelt tun? Wo ist der Doktor? Wann kommt erst? Der Doktor studiert. Kennen Sie sich noch nicht aus mit dem Fernrohr? Ich bin ja gerne bereit, Ihnen Ihre Mühe zu vergüten. Es kommt doch eigentlich nur auf einen Versuch an. Wenn es nicht zu hell ist, was? Im Gegenteil, das ist die beste Zeit. Ausgezeichnet, sehr deutlich, aber noch kein Leben. Da müsst ihr drehen. Zierliches junges Mädchen, kennt es feiner sich in den Zeiten, gleich mal deutlich konnte ich sie. Ja, so waren die Mädchen erzogen vor nicht allzu langer Zeit. Heiligen Tages weiß doch keine, was Anstand ist. Ich gestehe, dieses Fernrohr ist für mich ein wahres Glück. Führt mich nach der Welt am Mond in die gute Zeit zurück. Führt mich nach der Welt am Monde in die gute Zeit zurück, in die gute Zeit zurück. Nein, so ein Fernrohr ist noch nicht da gewesen. So etwas müsste man haben für kalt und warme Tage. Wenn nur der Doktor käme, ich muss das Fernrohr haben. Und wenn es wer weiß, was kostet das heißt, wenn es einen angemessenen Preis kostet. Ich muss zum Doktor. Wollt ich reiß dich keinen Schulden, wenn ich wage, euch zu stören. Doch ich bin von dem Geschauten aufgeregt wie nie im Leben. Die Erfindung ist ein Markstein in der geistigen Entwicklung unserer Tage. Und ihr werdet mit dem Fernrohr so richtig tüchtig Geld verdienen. Euer Name als wenn ihr solchen Handel treibt. Darum wäre ich entschlossen, euch den Schaden zu vergüten. Sieht kein anderer, was ich sah. Darum wäre ich entschlossen, euch den Schaden zu vergüten. Sieht kein anderer, was ich sah. 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 Dieses Anerbieten zeigt mir euren ungewöhnlichen Eifer und ich will es überlegen, bis die Klarheit mir geschaffen, ob es recht diese Entdeckung unserer Zeit vorzuenthalten ohne Ursache, nur aus Gründen eigenen Vorteils. Denn es gibt noch manchen anderen, der sich nach dem Monde sehnt. Doch ich will es überlegen, will's noch gut mir überlegen, will's noch gut überlegen. Ihr Gelehrten, doch es gibt noch manchen anderen, der sich nach dem Monde sehnt. Also ab
gemacht. Nicht so hitzig, eile Lente, sagt der alte Ovid. Mein Wahlspruch war immer, wer lang wartet, verliert viel Zinsen. Damit habe ich mich hochgearbeitet. Ich darf nicht vergessen, was ich meinen Mitbürgern schuldig bin. Ach, vom Geld brauchen wir heute nicht zu sprechen. Wäre es so, wäre es doch so. Ich möchte von nun ab jeden Tag zum Unterricht kommen. Es wäre doch zu schön, diese fein ungesittete Welt zu sehen. Glaub mir, ich habe genug an Sorgen hier auf Erden. Denkt nur, meine Tochter Clarissa will meinen guten Freund Pazzonini nicht heiraten. Aber sie muss, sie muss. Er hat allein 50.000 Dukaten bei dem Bankier Malaspini. Aber nein, sie hat sich in ein Bürschchen vergafft, das ihr zärtliche Serenaden bringt und Gedicht ins Haus schickt. Und von dem ich nicht mal weiß, wie viel sein Vater auf der Bank hat. Serenaden, was das nur kostet. Gegen Gedichte will ich nicht einmal was gesagt haben. Herr Doktor, Merkur und Venus begegnen sich soeben. O, dann entschuldigt mich für heute. Carpe diem, so rasch du kannst. Aber es ist auch für mich von großer Wichtigkeit, mit euch über meine Angelegenheiten zu sprechen. Auch wegen des Fernrohrs könnt ihr mich nicht besuchen. Vittorimo, Vittorimo, entschuldigt mich. Ich muss beobachten. Wer ist es? Herrn Leandro Stina Cecco. Mein Herr schickt mich zu Ihnen. Ich möchte Sie holen. Er weiß sich keinen Rat mehr. Und auf meinen ist er nicht neugierig. Wenn Sie den alten Bonafide kennen, so hat er eine Tochter, in die mein Herr schrecklich verliebt ist. Damit Sie sehen, dass ihm an der Sache etwas liegt, schickt er das im Voraus. Der alte Bonafide will au contraire seiner Tochter von der ganzen Heiraterei nichts wissen, weswegen es mit meinem Herrn bald nicht mehr auszuhalten sein wird. Er redet im Wachen und im Traume von ihr. Und die übrige Zeit schreibt er Gedichte an sie, die er in der anderen Zeit singt. Gehen Sie nur einmal an unserem Haus vorbei, da können Sie es hören. Mit Bergen, Klären, Meeren.
sind's, so geht das den ganzen Tag. Und mit dem Mädel ist es gar nicht auszuhalten. Mein Herr ist wenigstens nicht so nervös, aber sie rennt vom Zimmer auf den Balkon und vom Balkon ins Zimmer. Und am helllichten Tag will sie Briefe kriegen. Ich kenne ihre Kammerfrau, die hat mir alles erzählt. Aha, verstehe, furor amoris communis. Ich habe meinem Herrn gesagt, schreiben Sie einen Briefel, in dem steht, ich liebe dich. Oder ich werde dich ewig lieben. Ich schaffe es ihr ins Haus und Sie sollen sehen, wie das hilft. Man hat doch auch seine Erfahrungen als Bedienter. Heute, wo der Mond so freundlich strahlt und alle anderen Sterne geradezu lächeln, können die unbesorgt sein. Sollten aber die kosmischen Strahlungen es einmal an der gewohnten Präzision fehlen lassen, bin immer ich noch da. Wasser. Damit endet nun das Vorspiel. Ohne Pause geht es weiter. Bleibt sitzen, merket auf. Nun erst wird es interessant. Tiefe Nacht ist es geworden. Verliebte Leute wachen und im Hause Bonafede geht es ganz erschrecklich zu. Wären wir nicht und der Doktor fänd sich überhaupt kein Ausweg, aber so geschieht am Schlusse, was sich keiner von euch denkt. Unnütz ist wohl, unnütz ist wohl, so bemerken, dass der Preis, den ihr bezahlt, dass der Preis derselbe bleibt. Und nun beginnet der erste Thank you.
komm, mein Vater! Alle Heiligen! Verstecken Sie sich endlich! Ich will sehen, ihn im Hause festzuhalten! Gehen Sie! Bei Gott, so gehen Sie doch! Wenn einer einmal den Kopf verloren hat, dann ist es gar kein Leben mehr! Wenn das nur gut geht, in Gottes Namen! Ihre Dienerin, gnädiger Herr! Schau mal einer an, Lisetta! Das ist nett, dass du noch auf bist. Gehst du immer so spät erst schlafen? Wie's auch sei, mich freut's, mit dir zu plaudern. Ja, die Luft ist heut so lieblich, und das sag ich zu mir selber. Warum soll ich das nicht nützen? Setz dich her! Ach nein, ich fürchte! Wie mein Herzchen! Das ist zu kühl wird! Wär man mir dies! Und wenn ihr hustet! Bin ich denn ein Kreis, den man sortig hüten muss? Ach, an sie hab ich jetzt wirklich gar nicht gedacht, nein! Clarissa, fliehen wir aus diesem Haus. Ich bleibe hier und halte meinen Vater auf, bis du aus dem Haus bist. Auf morgen denn. Lieber Gott, mach, dass keiner ihn findet. Nicht im Hause, nicht im Garten. Kommt er glücklich fort, lieber Gott, ich zahle einen Mist. Hallo, was hast du denn hier im Garten? Jetzt zur Nachtzeit, erwartest du wen? Nein, Herr Vater, was Sie von mir denken, mir ist schauerlich wirklich im Kopf. Und zu wissen, da brauche ich Luft. Und die Nacht ist heute noch ausnehmend schön. Nichts von der Nacht, du leidest an Kopfschmerz. In dem Dunkel ist nichts zu sehen, alle Türen sind verschlossen. Vater und Tochter, oh, verzeihen Sie, denn ich weiß wohl der Moment jetzt. Und der Ort sind nicht just geeignet, ich weiß das. Also wer ist der Grund eines Kopfschmerz? Sie verziehen sich so rasch, als es geht, vorwärts, mach und hinaus, auf mich wieder, sie macht hinaus. Oder habe ich kein Glück als Verstand? Mich schickt Dr. Ekletico her. Du, mein Schutzengel, steh uns jetzt bei. Alle Sterne so satt, als günstig nichts fehlt ihnen allen zum Glück. Er kommt gleich selber im Glück zur Beschau. Wer soll kommen? Wer soll kommen? Unser Schmalz, unser Salz, unser Doktor. Unser Doktor? Er hat ihn gerufen. Sein Animus. Doch verlassen Sie es auf der Diener. Der ist zu Frau. Es bringt alle Fahrten, Schande, lassen Sie es auf der Diener. Er ist ein Freund, er ist ein Freund, er ist ein Freund, er ist ein Freund, Acht
Doktor, ihr seid mein einziger Freund. Wenn ich euch nicht hätte, ihr macht es mir doppelt schwer. Aber ich muss euch sagen, ich verreise. Wegen des Fernrohrs, für lange, für immer. Vor einer Stunde bekam ich die Einladung und sollte schon reisen. Was habt ihr da? Ein Elixier, das mich so leicht macht, dass ich bis zum Monde fliege. Bis zum Monde? Nicht möglich. Ihr werdet ja sehen. Nehmt mich mit, fort von dieser schlechten Erde. Auf eure Verantwortung erhebt euch, nehmt einen Schluck. Hebt die linke Hand und das rechte Bein. Einatmen, nehmt noch einen Schluck. Ausatmen, merkt die Bewegung gut. Ihr müsst sie schön regelmäßig ausführen, bis ihr auf dem Monde anlangt. Gut so. Und nur nicht an Leandro denken, Doktor, nur noch ein Schlückchen. Doktor, mir wird so himmelblau, dann schwebt ihr richtig. Deutlich spür ich, wie ich schwebe. Nicht nervös sein, ruhig atmen. Es wird dunkel. Vorsicht, Wolke. Danke vielmals. Noch ein Ruck. Die Erde schwindet. Es wackelt. Hilfe, Hilfe! Rasch vom Hause, wie er's merkt, steht nicht dort unser Herr. Tempo. Ist das dort schon wer vom Monde? Lieber Doktor, seid ihr schon oben? Ach, was denkt ihr? Ihr steigt viel rascher. So, Mark.
leise, leise, leise. Wir sind noch nicht fertig und der Schlaftrunk hält nicht mehr lange vor. Psst, leise, leise. Wo bleibt denn dieser Checko? Ich fürchte, der Kerl verdirbt uns noch alles. Der will den Kaiser spielen. Es ist lachhaft. Wissen alle genau, was sie zu tun haben? Ja! Leise, leise. 100 Mal habe ich es gesagt. Ihr sprecht keine einzige Silbe. Verstanden? Ja! Seid ihr fertig? Wie? Ob Blitz und Donner ausprobiert sind? Wie? Ob Blitz und Donner ausprobiert sind? Ich kann kein Wort verstehen. Um Himmels Willen leise. Blitz und Donner. Ruhe! Nein, nein. Bäume sich neigen. Oh mein Gott. Ach, Doktorchen. Herrlich, dass wir auf dem Mond sind. Wollen wir zusammen einen kleinen Streifzug durch diesen süßen Wald machen? Alles auf dem Mond nicht. Nicht herrlich wie? Ich komme von einer Audienz bei seiner Altesse, dem Beherrscher des Mondes. Herrlich, herrlich, wie war es? Er sprach lange Zeit über euch. Herrlich, wunderbar. Er fragte, ob ihr saßen, sozusagen schwarz hergestiegen seid. Herrlich. Und war sehr ungehalten darüber. Herr Doktor, kann das Folgen haben? Ihr werdet zur Erde zurück müssen. Was ist dagegen zu tun? Sich beliebt machen? Ist das nicht schon der Marsch der Sohn Altesse? Irre ich mich? Ist das nicht schon der Marsch der Sohn Altesse? Hört ihr nicht den Marsch des Sohn Altesse? Was ist denn los? Marsch des Sohn Altesse! Marsch des Sohn Altesse! Was wir bei ihm erreichen können. Werft euch zu Boden. Nein, in der Richtung. Bauch einziehen. Wagt nicht aufzublicken. Ich werde euch schon sagen, was ihr zu tun habt. Man merkt es immer gleich, wenn wo eine wirkliche Persönlichkeit auftritt. Das ist eine Freude. Alle Tag hoch in der Luft. Darum möchten alle Leute gern zu uns, denn auf dem Monde schlägt doch wie in alten Zeiten das goldene Mondenherz. Und drum haben wir den Grundsatz, sei diskret zu deinem Nächsten, was du auch von ihm grad weißt. Ohne Menschen sind wir alle, Fehler hat ein jeder selber. Na, entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie reisen oder bleiben, mich hat's jedenfalls gefreut. Bevor ich weiter
weiter rede, sag ich Ihnen, geben's Obacht. Damit ja nur nichts passiert. Denn Sie müssen stets bedenken, dass wir in der Luft frei hängen, ohne Stütze, ohne Halt, ohne Gitter, ohne Schutz. Seid schön brav und machen's ja nur kein Skandal und keine Geschichten. Sicher lebt bei uns am Mond nur wer ruhig auf dem Platz steht. Sie, wer ausrutscht, fällt zur Erde. Wenn es Ihnen nicht gefällt, reisen Sie ganz ungeniert ab. Mich hat's jedenfalls gefreut. Habe die Ehre. Thank you.
schickt mich, ich soll fragen, wie alles steht. Solamen miseris socios habuis malo. Jetzt können Sie ruhig Deutsch reden. Alles ist blendend misslungen, dank dieses Esels. Meinen Sie das im Ernst oder Spaß? Im Ernst? Dann ist gut, denn Spaßen lasse ich nicht mit mir mit solchen Worten. Misslungen, du lieber Himmel, die Sterne waren doch so günstig. Ist denn auf nichts mehr Verlass? Also, ich habe eine Wut in mir, eine Wut, sag ich dir, eine Wut wie ein Baum auf. Am liebsten möchte ich dem Kerl ins Gesicht zerplatzen. So eine Gemeinheit, so eine Gemeinheit. Aber ich werd schon, ich werd es dem Kerl nun zeigen. Einen Plan werd ich machen. Was für einen Plan? Also einen, zum Beispiel, rück näher zu mir. Er könnte es vielleicht hören, der Kerl ist ja so impertinent. Das geht doch nicht. Warum? Aber wenn er dann? Dann ist er der Lackierte. Schau. Ja, das muss gehen. Ich sage es ja immer, nur mit Anständigkeit ist was zu machen. Den Kerl legen wir hinein. Was ist los, mein Herr, was wünschen Sie? Waren Sie es, der gerufen hat? Gut, ich höre, also reden Sie, brennt es irgendwo an Not. Herr Leandro, wir sind bald so weit, wir warten bloß auf Sie. Wenn ich den noch öfter sehe, wird mir richtig gehen schlecht. Oh, wie peinlich, oh, wie peinlich, oh, wie peinlich wäre das. An wen die mich jetzt erinnert. Nur Geduld, es kommt noch besser. Kann er nur nicht staunen lernen, lernt er es bestimmt nicht mehr. Günstig ist hier Ort und Stunde, Augen, Mund und Ohren auf. Was soll denn das, was soll denn das? Sind wir im Wald hier oder sind wir auf dem Mond? Oder sind wir auf dem Mond? Ein Heidenspaß, in die Welt wie sah. Das kann doch nur ein Traum sein, sonst nichts. Ein Schwindelmaß, sonst nichts. Ein Schwindelmaß, wir gehen die Welt wie sah. Ein Schwindel war das nur. Aus neuer appelliere ich nun an ihr Herz und bitte Clarissa inständig zur Frau. Ich will Ihnen Sohn sein. Ich will aber nicht. Sie haben zwei Kinder. Das wäre zu viel. Ich habe von euch und vom Mond. Ich werde sie fragen, verflogen ist der Traum, die Formelwelt des Mondes kommt zu uns
Sachen wird man sagen, so benimmt sich doch der Kaufmann. Notabene gar noch einen, der Vertrauen haben will. Was die Leute sagen werden, weiß ich selbst, schert mich gar nicht. Ich bin lang genug am Platz und jedes Kind weiß, wer ich bin. Wie gilt denn Hauptmann werden? Das hat damit nichts zu schaffen. So, dann wollen wir die Gilde selber fragen, was sie meint. Sie das Menschen gut vernehmen, diese Furie, meine Tochter. Nehmt sie hin in Gottes Namen, nicht euch wird euch nach Belieben, ich muss in mein Geschäft. Schönen Dank für eure Ziegenbänger, will ich sie nicht halten, aus Rücksicht fürs Geschäft. Nun ist das Stück zu Ende, was noch zu sagen wäre, steht in der nächsten Zeitung, wir wünschen bloß noch Glück, ein Hoch dem neuen Paar. Es hat mich sehr gefreut, sie ist ihr